Hallo und herzlich willkommen bei Adventures. Da ist die Lisa, ich bin der Michael und wir haben gerade die Landesgrenze der Schweiz hinter uns gelassen und sind in Frankreich. Unser Ziel ist es heute, bis nach Paris zu kommen. Da waren wir vor 2 Jahren schon mal. Im Oktober. Jetzt wollen wir mal im Frühling dahin fahren. Und jetzt haben wir gerade schön 2 Wochen Zeit, damit wir auch mal Paris und vor allem die Normandie machen können. Und sobald wir eigentlich dann Normandie hinter uns haben, dann möchten wir dann noch ein bisschen südlich fahren, Richtung Mont-Saint-Michel. Das möchten wir uns noch anschauen und dann schauen wir mal, wo es uns noch hinschlägt. Aber zuerst einmal jetzt diese rund 600 Kilometer Richtung Paris. Sollten wir eigentlich schaffen, dass wir am Abend ankommen. Da gibt es nämlich einen ganz schönen Campingplatz mitten in der Stadt. City Camp. City Camp heißt er genau. Und den schauen wir uns jetzt an. Vorhaben. Wir möchten jetzt in die Stadt Paris. Das ist ja hier gar kein Problem. Hier kommt ein Bus. Und mit diesem Bus können wir dann direkt in die Innenstadt fahren. Ja, wir waren vor 2 Jahren schon mal hier. Mhm. Und, Im Herbst. Und jetzt möchten wir mal noch im Frühling Paris anschauen. Frühling-Wintergefühle hier. Ja. Temperaturabsturz von 100 Grad. Ja, gestern 26 Grad. Oh. Und jetzt kam ein starkes Gewitter gestern Abend. Und jetzt hat es ein bisschen runtergekühlt. Das war's gewesen. Ja. So, wir nehmen euch mit. Thank you.
erster Triumph. Und wenn ihr auch mal hier sein solltet, wir brauchen ungefähr vom Eiffelturm bis hin, braucht man ungefähr eine Stunde zum Laufen. Das ist ein schöner Spaziergang. Genau. Noch speziell etwas, am Arc de Triomphe stehen Namen drauf. Das sind alles Generäle, die an der Völkerschlacht dabei waren. Ich hoffe, ihr hört uns, es ist ziemlich laut hier. Ja, also alle die Namen sind Generäle von der Völkerschlacht damals. Und die, die unterstrichen sind, also mit einem fetten Balken unten sind, das sind die, die auch gefallen sind. Ja, habt ihr noch etwas gelernt. So, weiter geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind noch immer noch in Paris, aber gestern Abend waren wir so fix und fertig, dass wir einfach direkt in die Kajüte gingen und schlafen. So, wie sieht heute der Plan aus? Heute fahren wir von Paris weiter Richtung Norden, Richtung Normandie. Und dort möchten wir vor allem dann den Strandabschnitt Omaha Beach vom D-Day, das mal im Zweiten Weltkrieg, anschauen. Da gibt es so verschiedene Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Strand selbst natürlich, aber auch die Waffennester. Zum Beispiel das Waffennest 62 war ja ziemlich bekannt. Und dann aber auch noch die Grabstätte der alliierten Soldaten. Auch das möchten wir anschauen. Lisa macht sich gerade noch bereit. Yes. Und dann versuchen wir hier noch ein bisschen Wasser zu tanken, das Klo zu leeren. Und dann geht es weiter Richtung Norden. Hier am Omaha Beach, laufen den Strand entlang, wo 1944 am 6. Juni die Operation Overlord gestartet hat. Damit möchten wir auch hier unser erstes Video der Normandie-Reihe oder Nordfrankreich-Reihe beenden. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch unseren Kanal und folgt uns auch auf Instagram. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!